Hallo und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Wir haben das letzte Mal, sind wir in den im Haus des Hutenmachers und springen hier ein bisschen fröhlich durch die Gegend. Und, nein, was ist das denn für ein Raum? Ey, ist nicht nett. Gar nicht nett. Das. Nein, ist auch noch. Nein, böse. Am besten, ich glaube, wir sollten die mal hier zwischenlocken. So, ach. Vielleicht mal wieder ein bisschen Action hier reinbringen. Nein. Aber so üben wir auch noch mal ein bisschen das Kämpfen. Was bist du denn? Huch! Was ist mit dir? Scheint ein Bug zu sein. Das ist ganz cool. Ich hatte auch noch mal vorher einen kleinen Alice Madness Returns Bug. Den hatte ich auch aufgenommen. Den werde ich, denke ich, mal auch hochladen. Schick. Na, ah! Aber nicht, wenn du mich behinderst. Das ist blöd. Böse, böse Gießkanne, wollte ich gerade sagen. Teekanne! Das ist eine schöne Teekanne. Aber... Hallo! Hallo, jetzt gibst du mir gar keine Zähne, du Arsch! So, wo müssen wir jetzt hier hin? Okay, da ist was. Da ist eine Uhr. Wie komme ich denn hier weiter? Ach. Ich schätze mal, ich komme hier nicht weiter, weil ich... weil der hier jetzt getriggert ist, damit er nicht denn... Hallo. Ah, goddammit. Spiel. Ja, werde ich mich mal an der Stelle hier einfach mal umbringen. Mann. Das ist doch blöd. Du hängst da immer noch. Das ist blöd. Mano. Kann ich jetzt nicht angehen. Ja, den habe ich jetzt nicht getriggert. Ich will auch jetzt an die Erinnerung. Oder gibt es hier noch irgendeinen Weg? Nee. Gibt es hier irgendwelche Hinweise noch? Also vielleicht gibt es hier vorne noch was. Ja. Totenkopf. Da ist eine Blüte und hier soll angeblich Blüte und Zähne sein. Ja, auch noch nichts von gesehen. Das ist doch blöd. Was haben wir uns hier von denen zu stampfen lassen? Och Mann. Ne, der will und will nicht weg. Glaube. Mal sehen, vielleicht können wir den ja hier sprengen. Naja. Da wird gar nichts mehr passieren mit dem. Da ist aber nichts. Also ich visiere jetzt hier gerade oder lasse ihn gerade automatisch anvisieren. Aber da passiert echt gar nichts. Ja, und hier... Mann! Ich glaube, ich werde mal an der Stelle die Aufnahme einmal kurz unterbrechen und dann wieder reinschneiden, wenn es wieder funktioniert. So, willkommen zurück. Nachdem ich das Spiel einmal kurz neu gestartet habe, hat das jetzt auch funktioniert. Ich habe jetzt einfach mal den Raum nochmal vorher rausgeschnitten. Ah, auf jeden Fall ist der Gegner nicht mehr gebuggt und wir können hier ganz einfach durch. Mein Gott, gleich zwei Bugs mal an einem Tag. Manche Insekten fressen ihren Nachwuchs, Alice. Wir können viel von ihnen lernen. Lebendig oder tot. So. Ja, die unteren Texte werde ich einfach mal nicht vorlesen, denn Angst, dass ich dann auf einmal in der Hälfte aufhören muss, weil ich einfach nicht hinterherkomme.
Ah ja. So. Wird er hier ein bisschen Jump and Run. So, wo müssen wir denn draufspringen? Ich werde erstmal versuchen, dorthin zu gehen, wo wir eigentlich nicht hin sollen. Vielleicht finden wir ja dann irgendwas. Ne, hier ist soweit nix. Können wir aber mal hier hin. So. Hauptsöhn, dass da unten Enten sind. In den Käfigen. Was ist das denn für ein riesiger Kopf? Zielen, Felix, zielen. Okay. Jetzt können wir da hoch. Huch. Eieieiei. Das sind aber auch komische Köpfe da. Komische Enten. Sehr schön. Ihr seid auch aufgegangen hier, ne? Also wer Lust auf Brathähnchen hat, ich hab welche hier. So. Nein. Sehr schön. Müssen wir hier den Raum wieder aufsprengen. Vielleicht gibt's da hinterher was. Na, ein Hebel. Mal gucken, was passiert denn so Schönes, wenn wir da... Wenn wir den betätigen... Ah, dann kommen wir weiter hoch. Das ist doch schick. Das ist doch gut. So. Oh. Okay, das ist eine Erinnerung. Da ist eine Erinnerung. Hier müsste wahrscheinlich... Hier ist irgendwo wahrscheinlich eine Uhr. Wo ist denn hier eine Uhr? Oder? Das hier abschießen? Wahrscheinlich so. Ah. Okay. Ich glaube, wir sollen da... Nee, da kommen wir doch nicht rüber. Nee, das ist zu weit. Wo müssen wir denn da hinspringen? Wo müssen wir denn da hin? Wo müssen wir da hin? Ah, da ist noch eine Uhr. Ah. Bewegt sich das jetzt auch? Ne, das bleibt starr, das ist gut. Können wir uns gleich mal die nächste Erinnerung holen. Ne, das ist besser von da. Gucken. Können wir... Huh. Oh. Dick seinen Käfig zu, dann schläft der Vogel Alice. Als würde man eine Kerze ausblasen. Schläft den Schlaf der Gerechten. Wie Mama und Papa. Nach 10 Uhr bewusstlos. Ja, ja, das stimmt. Wenn man Tiere im Käfig hat und die dann abdeckt, dann werden die echt ein bisschen ruhiger. Oder wenn man auch allgemein über deren Kopf eine Decke hängt oder so. Decke hängt, nee, eine Decke tut. Deine hündische Beharrlichkeit heißt Schmerz. Ich hieß dich aufgeben, aber meine Warnung fand kein Gehör. Und so wirst du dich gleich fühlen wie ein Hummer, den man in den wallenden Kochtopf geworfen hat. Ja, ja, Hase, mein Gott, du siehst aber auch aus, ne? Hier und da zusammengepflegt, wie Darth Vader schon fast. Das aber, oh Mann, das ist aber nicht nett. Ich hab dir gar nichts getan. Ich will einfach nur das Wunderland so wieder haben, wie es war. Huch. Oh, den hab ich gar nicht von oben kommen sehen. So eine Druckwelle erzeugen eigentlich, wenn wir da hier neben stehen. Ich meine, man sieht sie ja auch am Boden ein bisschen, aber boah, das müssen solche Erschütterungen sein. So. Wieder hier ein bisschen rüberjumpen. Mal gucken. Du versuchst uns mit deinen komischen Leuten da aufzuhalten. Ah, ich versuche das zu vereiteln, Kollege. Gerade weil du so hässlich bist. Du bist echt pottenhässlich für Nasen. Guck, oh, ein Glück, nicht auf den Zwischenraum dort gesprungen. Hallo, Alice. Oh, Alice.
zusammenreißen. So, dann waren wir. Wo müssen wir denn hin? Da hin. Und du, Goggle, bist auch ruhig, ne? Ja. Ist jetzt wahrscheinlich auch verreckt. So, jetzt kommen wir so hier hin. Und du machst ja, du bist auch seelenruhig, ne? Guck mal, können wir hier schon ab, können wir hier abschießen? Ne. Nö, ich störe das nicht. Nö. Egal. Schießt jemand auf mich, aber ich nehme da mal keinen Schaden. Nein. Alice, ich wollte da nicht hinspringen. Sehr schön. Nein. Heute ist irgendwie ein Tag, wo ich mich verspringe, ne? Also, krieg ich schon ganz gut hin. So, wir warten jetzt hier. Ach, wahrscheinlich muss ich vorher noch mal einmal kurz, bevor wir da am Ende da sind, noch mal kurz einmal so ein Ausweichmanöver starten. Nein. So. So, jetzt hat das geklappt. Ah, schon wieder die blöden Nester hier. Die will ich als allererstes weg haben. Sehr schön. Von meisten her. So. Nein. Aha. Nein. Aha. Ich bin ja so ein blöder Raum. Aber Hauptsache, erstmal hier die ganzen Spawn-Sachen ausschalten. Nein. Mach deine eigenen Leute kaputt. Das ist cool, aber nicht mich. Au. Hallo, man greift immer noch kein WLAN. Nein, nein. Böse. Ah, da oben ist noch. Was ist denn das hier für ein Raum? Mann. Nein. Böse. Nein, 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 nein. Viel zu viele Leute. Viel zu viel hier. Erstmal diese scheiß Spawn. Erstmal diese scheiß Schraubwellen da ausschalten. Nein. Mann, hallo. Nein. Nein, 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 nein. Nicht mit mir. Okay. Genau. Schädige der eigenen Landsmann, aber nicht mich. Landsmann, aber Gegner. Das ist aber auch ein Scheiß, ich hasse das. Ich nehme auch einfach keinen Schaden dadurch. Ja, wenigstens ein Leben ist schon mal weg. Sehr schön. Au. Nicht mich hauen, nicht mich hauen. Ja, schon. Du bist in der Ecke. Komm. Ja, hahaha. Ha, ha, ha. Das bist du, ne? Au. Da dachte ich jetzt. Ah, sehr schön. Du bist tot. Du bist tot. So, wie kommen wir jetzt da ran? Na, so, da ist ein Tor. Hier an den Hebel. Schick. Ja, jetzt bist du platt, ne? Ich mag es ja nicht aufzuhören. Renn weiter oder ich. Ja, was? Du.
du. Hä? So, wollen wir hier hinterm. Obwohl, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich mache jetzt hier einfach mal einen Cut und werde. Wir werden mal gucken, was hier hinter dem Schlüsselloch ist in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Alice Matters.